Herzlich willkommen, kann man das sagen? Herzlich willkommen bei dieser Sendung von Hamlet. Und ich möchte mich bedanken, dass Yvonne Büdenhölzer und Thomas Oberender uns gesagt haben, wie solle das Festival eröffnen. Also, ich grüße Berlin, ich grüße jedermann, ich grüße die Welt. Ich sitze hier in einem leeren Schauspielhaus und ich überlege mich natürlich, wie wir ins Theater weitermachen, weil hier sitzen normalerweise 800 Leute ohne Corona-Virus. Und es wird so sein, dass in die Zukunft wir mit 100 Leuten hier sitzen können und gucken dann auf die Bühne. Also da muss man als Regisseur oder Intendant, ich bin beides, muss man sich einiges überlegen. Da muss man wirklich neue Formate ausdenken. Weil das ist eine völlig andere Energie, die dann auf die Bühne kommt. Also wir müssen uns zwischen die Leute setzen. Ja, es ist natürlich schöner in Berlin zu sein in einem vollen Haus, das ist ja ganz klar, aber das ist leider nicht der Fall. Und ich bin froh, dass es heute Abend gesendet wird, Hamlet. Ich freue mich wirklich darauf, obwohl so Fernsehen gucken nicht so unbedingt mein Hobby ist, aber ich freue mich. Wenn man mich fragt, ja, muss das Theater geschlossen bleiben wegen diesem Virus, dann finde ich wirklich, mein Gefühl sagt mir, dass wir Formate entwickeln müssen, damit das Theater auch funktionieren kann, damit es ein Ort bleibt, wo man hingeht und wo man Leute trifft und wo man mit Leuten spricht, wohl auf diese 1,5 Meter Abstand, das verstehe ich auch. Aber man kann auch viel Energie da geben, weil wenn ich jemanden gegenüber mir habe, auf 1,5 Meter, ja, und normalerweise bin ich gewöhnt, die zu umarmen, dann ist mein Heimweg nach dieser Umarmung so groß, dass das bestimmt auch aus meinem Körper strahlt, denn das andere Körper gegenüber. Also wir müssen wirklich dafür sorgen, dass wie schnell wie möglich das Theater wieder funktioniert. Theater ist da, so habe ich das jedenfalls gelernt, um sich zu beschäftigen mit ungesagten Sachen, sich zu beschäftigen mit Utopien. Das, was Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen und alle Leute, die sich mit unserer Gesellschaft beschäftigen, nicht tun können, können Künstler. Künstler können das Ungesagte sagen und spüren und fühlen lassen. Und das ist auch eine der großen Funktionen des Theaters. Wenn du mich fragst, ja, ob ich nächstes Jahr wieder bei Theatertreffen dabei sein könnte, möchte, sollte, musste, dann sage ich natürlich, ja, weil ich möchte wirklich mal wieder live dabei sein. Ich meine, es ist natürlich fantastisch, dass Hamlet ausgestrahlt wird, aber es ist natürlich im Vergleich zu Theater einfach Surrogat. Leute, ich wünsche euch alle, auch in diese schwierigen Zeiten, bleibt vor allem gesund, aber viel Freude beim Zugucken von Hamlet. Guck mit euer Herz.